Dieses Mal stellen wir Ihnen eine Dacheluhr von Josef Weißkopf mit der eher seltenen Gangdauer von einem Monat vor. Sie entstand um 1830 in Wien und hat die für diesen Typ übliche Höhe von 90 cm. Das mahagonifonierte Gehäuse hat die typischen linearen Ahornadern und eine eher untypische ahornfonierte Bodenfläche. Das Zifferblatt ist aus Email und eingefasst von einer randrierten und feuervergoldeten Lünette. Die Stahlzeiger sind gebläut, das Werk hat einen Graham-Gang und das Holzstabpendel ist an einer Feder aufgehängt.